Hallo Edmediana, heute möchten wir euch ein wolliges Abenteuer vorstellen, ein total verschärftes Spiel, erschienen im Team von Edmed Software. Und darum geht es. Der Schäfer kommt und schert das Schaf. Dieses friert nun ganz fürchterlich und die Aufgabe des Spielers ist es nun, mit Hilfe der Wolken das Schaf in wohlige Wärme zu hüllen. Dazu genügt ein Klick auf das Schaf. Das Schaf bringt in die Höhe und kann nun von Wolke zu Wolke befördert werden. Pro Wolke gibt es wie gewohnt Punkte. Ein Klick auf das Schaf lässt das Schaf senkrecht nach oben springen. Wenn man das Schaf jetzt nach unten zieht, kriegt das Schaf einen Drall in die jeweilige Richtung. Das Ganze ist eine Frage des Timings und des Einschätzens. Fällt man daneben, hat man verloren, wie man hier sehr schön sieht. Das war Absicht. Das Ganze natürlich gewohnt mit einem Highscore, den man auf dem Handy bzw. iPhone mit seinen Freunden vergleichen kann. Und jetzt ganz neu auch mit einem weltweiten Highscore, um selber einschätzen zu können, wie weit man gegen die ganzen Konkurrenten bestehen kann. So, nun möchten wir euch nun die verschiedenen Wolkentypen vorstellen. Wir haben nämlich nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Wir beginnen mit den Schäfchenwolken. Das sind die Wolken, die ihr schon gesehen habt bis jetzt. Das sind die ganz normalen Wolken ohne besondere Funktion. Es gibt aber dazu noch die Haufenwolken. Mit denen könnt ihr doppelt so springen wie ganz normal. Wir haben die Federnwolken, die könnt ihr einen kleinen Moment steuern. Und es gibt die Schleierwolken, die wie ein Trampolin funktionieren und deswegen auch zu Ende sind. Gerade Timing-Frage. Es gibt Amboss-Wolken, diese kann man nicht von unten heran betreten, man muss also von der Seite her drauf springen. Auch hier sehr kompliziert. Es gibt Schichtwolken, diese lösen sich nach dem ersten Sprung auf, man kann nicht wieder drauf landen. Wir haben die Regenwolken, wenn man auf diesen Regenwolken steht, regeln die sich kleiner und man hat eine gewisse Zeit zur Verfügung. Und Gewitterwolken, die lassen einen Blitz fallen, die man nicht haben sollte. Es gibt Bonuspunkte. Wir haben Kohlköpfe. Diese kann man einsammeln. Diese kommen von links und rechts. Und vor dem Geier sollte man sich in Acht nehmen. So, wir möchten euch nur noch ein paar Szenen aus dem Spiel zeigen, um die Wolken hier vorzustellen und die Funktionen nochmal anhand eines praktischen Beispiels zu verdeutlichen. Wir haben hier zum Beispiel die Schichtwolke. Wie schon gesagt, löst sich diese Schichtwolke nach dem ersten Sprung auf. Dieses führen wir ganz kurz. Man sieht das jetzt sehr schön. Und da oben haben wir gleich die Regenwolke. Diese sollte man treffen, dann funktioniert es auch gut. Okay, dann haben wir jetzt die Haufenwolken. Haufenwolken schleudern einen zweimal so hoch. Man lässt also die Wolke eine Wolke aus und landet oben auf der nächsten. Und man sammelt gleich den Kohlkopf ein. Dieses gibt extra Punkte. Eine Regenwolke, noch einmal. Diese wird kleiner, man sieht das hier sehr schön im Bild. Und sollte die nächste Wolke treffen. Noch ein Versuch. Die wird kleiner und man trifft die Wolke. Und jetzt aufpassen vor den Blitzen. Genau, durch die Blitze kann man sterben. Ja. Dem Geier sollte man auch nicht zu nahe kommen, der nimmt einen weg und auch hier stirbt man wieder. Das war unser kleiner Einblick in das Spiel Schäfnizid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr kauft es. Viel Spaß dabei!